Nee, ich will das hier gucken mit Marius, angeschrien. Knossis Hausboot, let's go. Hast du ausgerechnet das? Wahrscheinlich trippelt er das System, oder Colin? Er trippelt das System. Das Ding auch schwimmt. Ja, wir haben ausgerechnet, dass das Ding sollte circa schwimmen. Circa schwimmen. Ich freue mich so sehr aufs Angelcamp, no joke, ich habe richtig Bock drauf. Wieso sieht das eigentlich aus wie die Pornhub-Farben? Ist das beabsichtigt eigentlich? Das sieht aus wie so von Pornhub, so als Videos, so mit diesen Farben und so. Wisst ihr, was ich meine? Den ersten Teil habe ich schon geschaut, ja. Das ist irgendwie ein bisschen sus, oder? Was ist Pornhub? Pornhub ist tatsächlich, wenn, also, für, also, da, genau. Hausflussbau geht weiter. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Ausflussbau. Geht weiter. Ja. Das wollte ich sagen. Weiter geht's mit den Wänden. Für das eigentliche Haus, das sind vier Wände. Mal 2,40 Meter lang, 2 Meter hoch. Und da... Oh, ist zu kurz, ne? Wir haben ja 2,50 Meter Latten gekauft. Stimmt, dann müssen wir 10 cm abschrauben. Ja, perfekt. Das heißt, alle Wände sind falsch. Aber das geht schnell. Diese kompletten Dinger heben wir jetzt in die Kappsäge rein. Geht das, Passi? Ja. Danke, Mann, Chat, ihr seid die Besten. Ich hoffe, das. Kuss nochmal Uhrenkopf für die 20 Gifted. Passt. Geht doch. Fucking 10 cm. Ja, Mann. Das ist, wenn ich eine Frau ficke, sagt sie fucking 10 cm. Leichte Beute. Dann machen wir die jetzt dran. Ja. Für den Bit, den braucht man zum Sägen. Zum Sägen brauchen wir den. Zum Schrauben. Ich habe so Bock, mit den Jungs zusammen dieses Office zu machen. Die werden den ganzen Tag nur geile Scheiße bauen. Wenn ich so sage, bei Gott, ich brauche einen elektrischen Stuhl, um einen meiner Mitarbeiter hinzurichten, die bauen den einfach, oder? Da sind wir echt am Sweaten, wa? Ich schwitze auch richtig. Das ist doch mal eine geile Wand. Digga, die bauen einfach so die. Sagen wir aber... Ich muss sagen, wir mittlerweile echt fucking schon nee, auf das, was hier alles kommt. Ich muss ja überlegen, jedes Brett, jede Schraube, jedes... GZ für die Einladung zum Angelcamp. Ja, ich habe mich auch extrem nervig verhalten, bis es geklappt hat, Mann. Dankeschön. Kleinste Teil hier, Schrauben und Sägen wir halt selbst. Drachenlord hat 16,5 cm. Ja, bei Drachenlord wiegt das Doppelte von mir, Alter. Und dementsprechend sieht mein Schwanz, obwohl der deutlich kleiner ist, deutlich größer. Ist auch egal. Es kommt nicht auf die Größe an. Da dran. So fühlt sich's auch an, Alter. Davon machen wir jetzt noch 4 Stück. Ja, das ist auch mein Mut gerade. Wir wiegen das Zeug gerade. Wir haben echt Sorge, dass ein so Ding 100 Kilo wiegt. Wir haben 4 Stück davon. Dann hätten wir echt ein Gewichtsproblem mit dem Schwimmen. Oh, es geht. Oh, 80? 80 Kilo? Das ist ein großes. Wir dachten, die großen wiegen 130. Ja, sagen wir mal, die anderen wiegen Mann, vielleicht warum 70. Warum diese dummen Chats? Warum, Chat? Warum? Warum? Das ist besser als eine halbe Tonne. Ja. Was frisst du? Fußnägel? Ja, das ist wieder darauf kriegen. Erinnert euch noch an das undichte Fass. Wir haben ja gestern das Dichtungsfass reingeknallt. Die ist jetzt 24 Stunden getrocknet. Und jetzt testen wir nochmal, ob das dicht ist. Wir springen ein bisschen auf dem Floß rum. Ich hoffe, wir hören jetzt kein Wasser da drin. Haben wir es dicht bekommen? Ich glaube ja. Oh fuck. Meine Homies und ich, wenn wir kiffen, haben wir es dicht bekommen. Warte, ist es jetzt hell zu hell? Fili, schön, dass du hier warst für 2 Minuten zu moderieren. Kuss. Nee, es geht. Wir bauen jetzt ein Haus. Oh. Das ist der Moment, wo ich drauf gewartet habe. Freust du dich? Ja. Hey. Mach mal kurz so. Wir haben eine neue Perspektive. Okay. Einmal anheben. Zack. Wohnt einer in dem Floß beim Angelcamp oder was ist die Mission? Yo, das... Super, dass du jetzt im Angelcamp bist, hä? Raus. Ja. Knosse will ins RP. Ja, wir holen ihn rein. Machen wir morgen. Man wohnt in dem Floß, okay. Steht, fertig. Kannst du von außen einmal halten? Ja. Hast du? Hab ich. Sicher? Nee. Wie bekommen die das transportiert? Mit dem Helikopter. Knosse hat extra einen Helikopter gekauft. Einfach ein Haus. Also passt. Tür. Hat der keine Fenster einfach, oder? Alter. Mal von außen gucken. Oh. Yo. Alter. Das ist auch cool, wenn dann hier auch noch so. Ey, von außen? Das ist schon ein sehr großes Haus. Tu dich das mal an. Kann man an der Wand wackeln, da passiert gar nichts. Guck mal, rein theoretisch könnte man jetzt hier so ein Bett reinbauen. Alter, hier kann ich achtmal drin liegen.
What the fuck, Alter? Rewe Knosse gezwungen, ihn ins Camp zu lassen. Das stimmt. Jetzt kommt der Part, wo ich gar keinen Bock drauf hab. Was machen wir, Passi? Dach. Ein so ein Ding wiegt bloß 35 Kilo. Bro. Sieht mein Bizeps so aus, als würde er es schaffen. Der Queen 92 Kuss. Wahrscheinlich nicht. Das kann ich jetzt einfach hochheben. Dankeschön. Und du sagst einfach so, ja. Boah, wie soll ich das denn machen? Das wiegt 800 Kilo. Hört, das ist flach da. So, kriegst du das so gehalten? Hast du? Ja. Hallo. Ach, Scheiße. Nummer 2. Digga, bist du kalt? Na klar, Fini. Fabo L2, danke schön, Kuss. Jetzt ist es ein Haus. Danke fürs Zappen. Decke ist fertig. RP. Ja, machen wir gleich. Die Reling ist auch fertig. Wenn ihr euch jetzt an das 3D-Modell erinnert, sah das ein bisschen anders aus. Das Haus ist jetzt irgendwie eher so ein Klotz. Ich hab zu viel Minecraft gespielt. Deshalb reißen wir das Haus ab. Also was? Halbwegs, wir nehmen jetzt die Wände raus und sägen die einfach kürzer, sodass wir jetzt hier oben so ein kleines Mini-Vordach bekommen. Yeah. Tryhards, Alter. Hier bewegt sich gar nichts. Abgehoben, er liest nicht den Chat. Steht immer scheiße. Also, ach so, du bist hinten! What the fuck, man? Durch den Dschungel getragen. Schraub. Oh. Da ist das Sägeblatt gebrochen. Ja, moin. Ah, heiß. Wieder ein Stückchen ab. Crazy. Der will nicht um. So geil. Alter, jetzt sieht es nach einem richtig geilen Floß aus. Aber wenn man auch so vom Weitem guckt, das Haus hat jetzt genau die richtige Größe. Zu einem richtigen Boot gehören auch Bullaugen. Und dafür haben wir hier welche geholt. Oha, Bro. Die wir jetzt in die Wände reinpacken. Wie tryhard, man. Ich würde sagen, zwei an die Seite. Hier irgendwie dann auf gleicher Höhe, ne? Aber wie kommt man dann das dann dran? Ja, da dann halt nicht so. Oder man macht es halt auf, bevor man ablegt. Dann müssen wir von drinnen anzeichnen. Ich hoffe, die Dinger halten, wa? Ja, toll, jetzt in die Wand reinsägen, ey. Wenn alles schief geht, kommt ein Plexiglas. Mann, aber ein großes Fest. Also, ich glaube, das ist sehr gut isoliert. Hey, wir haben Fenster gebaut. Fuck you, man, das ist riesig, das Fenster. Boah, dann hast du ein offenes Fenster. Ey, ich finde die... Ey, ich bin zu Fenster, macht das Ding nochmal so extra nice. Insgesamt haben wir 4 von diesen Bullaugenfenster und nochmal dann 2 größere. Und die ballern wir jetzt erstmal dran. Pintiaki, danke schön, Couscous. Ups. Alle Fenster sind fertig. Wir haben auf jeder Seite jetzt 2 Bullaugen und hinten nochmal so viereckige Fenster, 2 Stück. Alter, ich bin so stolz mittlerweile drauf, das Ding. Mega krass aber, ne? Ey, weil, guck mal. Das ist nie im Leben 10.000 wert. Bist du dumm oder dumm? Auch von Weitem jetzt sieht es einfach nur geil aus. Auch vor allem, ey, dieses Vordach, das... Die Bullaugen sind falsch rum, dein Gesicht ist falsch rum. Das war das Ding, was es richtig geil gemacht hat. Jetzt kommt der Part, wo wir uns auch richtig darauf freuen, nämlich die... An alle Zerstörung. Ah, Inneneinrichtung. Im okay. Camp sollen die Jungs ja auch auf dem Boot schlafen. Deshalb haben wir 2 Matratzen bestellt. Patti hat nämlich schon mal hier Betten reingebaut. Oha. Hier. Und dann kann man einfach hier im Fluss pennen. Wie geil. Das ist sogar actually gar nicht so unbequem. Ach so, und hier ist ein Etagenbett. Einer muss unten schlafen. Boah, Alter, ich könnte easy pennen. Wieso hat man das dann nicht ein bisschen höher gesetzt als andere Bett? What the fuck? Und ich würde sagen, als nächstes rufen wir mal Knossi mal an. Und zeigen dir mal das erste Mal das Floß. Ja, hallo! Ich bin so gespannt, wir stehen gerade vorm Hausfluss. Oh mein Gott. Jungs, das ist so krank. Glaubst du, das schwimmt auch? Ja, das schwimmt, guck mal. Siehst du die ganzen Fenster da unten? Oh mein Gott, ey, stell dir mal vor, ich schlaf da drin und das Ding säuft ab.
Das wäre so funny. Football schlafen. Kennst du schon das Doppelbett? Oh mein Gott. Hier kannst du dich reinlegen. Hier kommt noch eine komplette Theke hin. Ey, das ist nicht normal. Wie lange hast du denn daran gebraucht? Ich glaube jetzt vierter Tag. Ja, vierter Tag sind wir am Bauen. Crazy, hast du ausgerechnet, dass das Ding auch schwimmt? Ja, wir haben ausgerechnet, dass das Ding sollte circa schwimmen. Circa schwimmen. Wir haben ja noch Deko alles gekauft, ne? Knossi wird das sowas von brechen. Oh Baby, jetzt kommt Knossi. Wir freuen uns alle schon darauf, damit rauszufahren. Wir haben gedacht, so klein ist bloß. Ja, na klar. Ne? Der baut einfach ein Hausboot. Du baust eine Villa. Dann liefert das Ding an und ich hoffe, es läuft nicht ab. Ich auch. Ich freue mich sehr aufs Camp, Alter. Das wird Hammer. Ciao. Ciao, wir hören uns. Ciao. Was sagst du? Ja, wow, ein bisschen Arbeit, ne? Ich bin so froh, dass die heavy sind. Der letzte Schiff, der jetzt eigentlich hier noch fehlt, ist die Außenreling und der Innenraumausbau. Womit fangen wir an? Außen, innen, alles. Okay. So, Marius muss drin ganz kurz was schneiden für den Part 1 vom Floßbau. Und ich mache jetzt hier schon mal weiter und baue den Tresen. Und um kein Material zu verschwenden, nehmen wir das, was von den Wänden übrig geblieben ist. Kriegt das noch eine Tür? Ja, ne? Hui! Das ist der Tresen. Stark! Können wir jetzt hier unten noch so Haken dran machen für die Rettungsfesten? Können wir die so dranhängen? Vielleicht hier an der Rückwand noch so Haken für die Paddel? Crazy, das müssen jetzt alles wieder auseinander bauen, ne? 4 mm hat es da genommen. Krass. Fässer sind auch falsch. Ah, okay, gut. Dann haben wir ja scheinbar jemanden im Chat, der schon mal einen Hausfloß gebaut hat. Oh, das tat weh. Ja, das glaube ich jetzt. Der beste Schrauber der Welt. Ey, ich glaub's nicht. So crazy. Wir sind Wahnsinn. Fertig. Schau dich das mal an. Später noch im Camp, noch ein paar Extras dran, wie Fender und so. Passi, sie. Geht's dir gut? Ja. Kaputt? Ja. Fertig im Bereich mit allen Features. Ja, Doppelbett, Tresen, Paddel. Damit die Jungs auch vorwärts kommen. Wir haben hier unten noch so Rettungswesten. Halt. Kleiderschrank. Crazy, und draußen Mann. Haben wir noch eine Neuerung. Ein Grilltisch, den kann man auf und zuklappen. Da kommt später dann ein Grill drauf. Nice. Das hier ist die Terrasse. Passiert. No joke, ich hoffe auch, dass es nicht absäuft. Wir haben es geschafft in 5 Tagen. Jede einzelne Schraube, jedes Brett haben wir hingesetzt. Schwimmt das Ding. Ich bin so stolz auf, ich bin so happy, ne? Hey, wie ist das denn? Auf der rechten Seite ist noch mehr Gewicht als auf der linken. Ja. Ja. Sagen. Ja, das ja, so you got a point. Geile Montage verdient, oder? Kann das umfallen, das Ding? Grill unter einem Holzdach, ja, Mann. So, jetzt noch die Frage, schwimmt das Ding? Ey, wenn das nicht schwimmt, wäre so läsch. Das hat einen hohen Schwerpunkt, ja, wegen dem Haus oben drauf, ne?